Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros-Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drum und Kas beenden. Willkommen in der Hauptstadt des Imperiums, mein Lord. Dieser gehorsame Ton gefällt mir. Ihr werdet mir hier sehr nützlich sein. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium, aber eine günstige Gelegenheit für mich. Eine günstige Gelegenheit, um die Sklavenpopulation auszudünnen. Tote Sklaven sind ein Nebenprodukt meines Plans, aber nicht das Hauptziel. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Das klingt nach einer lohnenden Sache. Es ist eine Kunst, die Massen einzuschüchtern. Dazu braucht man viel Fingerspitzengefühl. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Ich werde die Tötungswissenschaften stets in ihrem Vorankommen unterstützen. Wie ich erwartet hatte. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Ungeduldig? Natürlich seid ihr das. Mein Vorgesetzter weiß schon, wie er sich seine Helfer aussuchen muss. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Wo soll denn hier das Problem liegen? Es geht um die Effektivität. Es gibt keinen guten Grund, unseren Auftrag hier zu verzögern. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Das nenne ich einen schweren Fall von Selbstverliebtheit. Ich weiß, was ich kann. Genauso gut, wie ich weiß, wer mich von meinem Erfolg abhält. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern auch meins. Ihr tut immer brav eure Pflicht, wie? Na gut. Nehmt das Quelltoxin und führt es in das Wasserfiltersystem der Sklavenlager ein. Wenn ihr fertig seid, geht zu Lord Rawl und holt euch eure Bezahlung.
Thank you.
Ihr habt genau die Ergebnisse geliefert, die ich mir erhofft hatte. Eingenommen ist das Quelltoxin also ein Foltermittel für diese aufständischen Sklaven. Wie belebend, die Auswirkungen auf die Überlebenden zu beobachten, die nur hilflos zusehen können. Mit so viel Begeisterung hätte ich nicht gerechnet. Das Quelltoxin wird dem Imperium gute Dienste leisten. Aufstände können schmerzhaft und entschieden beendet werden. Ihr habt eure Belohnung verdient. Nun geht. Ich muss Grauen und Verzweiflung beobachten und aufzeichnen.